Den Beitrag über das neue Auer Erzgebirgsstadion präsentieren Raumausstattung und Parkettstudio Drexler in Thum. Ihr Meisterbetrieb im Erzgebirge für mehr als nur vier Wände. Eine starke Gemeinschaft. Beton ist unser Element. Ingenieurbau George Bär GmbH und Heidelberger Betonelemente GmbH und Co. KG. Und SZB Senator. Ihr Partner für gute Lage, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Es gab ja lange die Diskussionen um die Sanierung des Old Otto oder einen Neubau. Das ist die Basis dafür, dass wir Jahr für Jahr die Klasse halten. Es ist kein klassischer Immobiliendeal, der gemacht wurde. Das ist schon was Besonderes, so ein Stadion. Wir sind der einzige Landkreis unter den 299, die es in Deutschland gibt, der Eigentümer eines Stadions ist. Vor 2007 haben es alle nicht erkannt, die Notwendigkeit und die Vision. Wir waren damals schon Visionäre, alle, die hier sitzen. Ein klares Bekenntnis zum Sport, zum Leistungssport, zum Breitensport hier in dieser Region. Ich glaube, für einen Fußballer gibt es doch nichts Schöneres, als in einem tollen Stadion zu spielen, wo die Fans nah dran sind, wo die Ränge steil sind. Und ein Charme eines Stadions ist eigentlich immer nur der Mythos des Erfolges. Nach gut zweijähriger Bauzeit wurde der letzte Stadionsitz montiert. Das um- und neu gebaute Erzgebirgsstadion war zum ersten Heimspiel nach der Punktspielpause gegen Eintracht Braunschweig am 28. Januar 2018 erstmals auf allen Tribünen nutzbar. Der dritte und letzte Bauabschnitt mit der Neuerrichtung der Südtribüne und des Gästebereiches wurde somit abgeschlossen. Im Rahmen des Bauprojektes sind nur noch einige witterungsabhängige Restarbeiten übrig. Dass solch ein Stadion eine Umarbeitung und Aufwertung notwendig ist, hatte man schon vor Jahren nicht nur gedacht, sondern ausgesprochen. Gute 10 Jahre ist das nun her und damals noch mit 30.000 Plätzen im Ansatz. Heute lächelt man drüber, ist sich aber bewusst, nur so konnte ein Stein ins Rollen kommen. 2007 war es eine Art Projektstudie, die Vorlage. Und wir haben uns eigentlich mit dem DFB, damals mit Theo Zwanziger und mit Georg Mühlbart als Ministerpräsident, vorher schon verständigt, dass die Notwendigkeit bestand, so ein Stadion zu bauen, um in der Liga eine Existenzberechtigung zu haben. Zumal wir hier auch einen Vermögenswert schaffen wollten, der für alle eine Aufwertung darstellt. Und die 30.000 Plätze waren eine Projektstudie. Heute sind es 16.000. Gut, das ist natürlich mehr als nicht nur ein Kompromiss, es ist auch Einsicht in die Notwendigkeit. Das reicht eigentlich für das, was wir hier wollen, nämlich zweite Bundesliga. Oktober 2014 hatten die Planungen begonnen. Im Juni 2015 stimmten die Kreisräte mit sehr großer Mehrheit einem quasi Neubau des Stadions zu. Und schon im Dezember 2015 startete die erste Bauphase. Stein für Stein wurde das Erzgebirgsstadion umgekrempelt, begleitet von den TV-Kameras.
angekommen im Jahr 2018. Der Erzgebirgskreis als Bauherr hat das neue Erzgebirgsstadion am 26. Januar 2018 dem FC Erzgebirge Aue e.V. zur Nutzung übergeben. Mit dem traditionellen Steigermarsch, intoniert von den Randfichten und der Pfeif. Das gibt ein Schein und damit so fahren wir bei der Nacht. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Berge. Ein, ins Berge ein. 19,8 Millionen Euro hat der Erzgebirgskreis als Eigentümer der Immobilie darin investiert. Und anders als bei anderen Großbaustellen konnte der Bau nahezu fristgerecht abgeschlossen werden, sogar ohne Kostensteigerung oder gar Explosion. Dafür war Landrat Frank Vogel sehr dankbar, aber die finanzielle Beteiligung des Freistaates Sachsen am Stadionbau ließ auf sich warten. Bis heute. Aber vielleicht lag es ja auch nur daran, dass wir nicht 32 Millionen, wie damals 2007 prognostiziert, verbaut haben, sondern 20 Millionen netto. Zu 90% hat der Landkreis diese Kosten getragen. Jeweils rund 5% steuerten die Stadt Aue und der FC Erzgebirge Aue bei. Fördermittel gab es keine. Und ohnehin ist der Erzgebirgskreis der einzige Landkreis in Deutschland, der ein eigenes Stadion besitzt und jetzt ein neues gebaut hat. Das hat ihn auch an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gebracht. Und ich glaube, man kann schon sagen, das, was durch den Kreis, durch die Kreisrätinnen und Kreisräte in den letzten Jahren entschieden wurde, ist ein klares Bekenntnis aller Entscheidungsträger zum Leistungs- und Breitensport in unserem Landkreis. Und deshalb ist es tatsächlich ein historischer Tag. Und ein Charme eines Stadions ist eigentlich immer nur der Mythos des Erfolges, wie ich es in der Zeitung sagte. Auch das Stadion von 1950, das was Wismut-Kumpels und sowjetische Soldaten bauten, hier in Aue, Adam ist ein Zeitzeuge, mein Vizepräsident. Auch das hatte Charme. Und dort wurden wir dreimal DDR-Meister. Der Charme der 60er Jahre. Aue ist noch ein anderes als heute. Wie noch heute herrscht reger Fußgängerverkehr, wenn im Stadion was los ist. Es ist Friedensfahrtzeit, 1964. Unter anderem Klaus Ampler und Tilfe Schur sind für die DDR am Start. Von Warschau geht's nach Prag, über die DDR und Aue. Im Otto-Grotewohl-Stadion gibt es ein Freundschaftsspiel gegen die brasilianische Fußballmannschaft Piracicaba Sao Paulo. Und dann wird den Radlern ein tosender Empfang bereitet, im Old Otto. Seit 1957 unter diesem Namen und doch seit 1928 schon an diesem Ort. Mehrfach wurde umgebaut und modernisiert. Es wurde gefeiert und geweint. DDR-Meister, mehrfach, Pokalsieger. Eine bewegte Geschichte der Mannschaft und eine ebenso bewegte Geschichte eines Stadions. Nach der Wende von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Kurz mal drittklassig, aber das ist momentan erstmal Geschichte. Und dann haben wir seit 14/15 nur noch auf der Baustelle gespielt. Auch das war der Mythos des Erfolges, auf ein neu entstandenes Stadion wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Nun ist der Schlüssel offiziell übergeben. Der Landrat dabei eine Art Durchreichender, denn Nutzer ist der FC Erzgebirge. 16.080 Zuschauer finden nun darin Platz, davon 8.938 auf Sitzplätzen. 12 Kioske sorgen zukünftig für die Versorgung. 210 Toiletten und 136 Pissoirs wurden eingebaut. Und insgesamt wurden 9.500 Kubikmeter Beton mit 1.050 Tonnen Stahl verbaut.
Das sind unvorstellbare Größen. Wir haben es in 2 Jahren geschafft, was ja die wenigsten geglaubt haben, neu zu bauen, also einen Abriss neu zu bauen in der Spielzeit, zwischen dem Abstieg einen Aufstieg mit einer geringeren Kapazität. Immer wieder auch die Anforderungen für die deutsche Fußballliga, für die DFL auch zu schaffen. Das war schon wirklich ein Kraftakt, was alle gemeinsam gut bewältigt haben. Eine offizielle Einweihung mit den Veilchenfans ist auch vorgesehen. Im Juli soll sie steigen mit einem Freundschaftsspiel gegen Schalke 04 und einem Tag der offenen Tür. Glück auf und willkommen im Schacht. Den Beitrag über das neue Auer Erzgebirgsstadion präsentierten SZB Senator, Ihr Partner für gute Lage, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Eine starke Gemeinschaft. Beton ist unser Element. Ingenieurbau George Bär GmbH und Heidelberger Betonelemente GmbH und Co. KG. Und Raumausstattung und Parkettstudio Drexler in Thum. Ihr Meisterbetrieb im Erzgebirge für mehr als nur 4 Wände.